Kiel, April 1940. In voller Uniform besteigen deutsche Soldaten den Frachtdampfer Cordoba. Die Cordoba ist nur eines der zahlreichen Schiffe, die von der deutschen Führung für einen gewaltigen Militärschlag zusammengezogen wurden. Ziel des Unternehmens? Die handstreichartige Besetzung Dänemarks und Norwegens. Dass die britische Regierung Truppen nach Norwegen entsenden könnte, um Deutschland von der wichtigen Erz- und Kohlezufuhr abzuschneiden, hatten deutsche Militärs schon Monate zuvor ins Kalkül gezogen. Am 21. Februar beauftragte Hitler General Nikolaus von Falkenhorst mit der Ausarbeitung eines vollständigen Operationsplanes, der sich allerdings nicht auf Norwegen beschränkte, sondern auch Dänemark mit einbezog. Im März 1940 verdichteten sich die Anzeichen für ein unmittelbar bevorstehendes Landeunternehmen der Briten an Norwegens Küsten. Sowohl aus den Reihen der mit Deutschland sympathisierenden norwegischen Nationalsozialisten um Vidkun Quisling als auch seitens der deutschen Geheimdienste mehrten sich die Hinweise auf einen Militärschlag der Engländer. Eine dadurch entstehende alliierte Front in Skandinavien lag ganz im Interesse Großbritanniens und Frankreichs. Sie würde deutsche Kräfte binden, die ansonsten Frankreich bedrohen könnten. Für die deutsche Seite wäre eine solche Entwicklung zur Bedrohung geworden. Berlin musste handeln. Hitler bestimmte daher nach nur zweitägigen Besprechungen mit den Kommandeuren der einzelnen Landungsgruppen den 9. April zum Tag des deutschen Angriffs. Innerhalb weniger Stunden liefen die Vorbereitungen für die größte Landungsaktion der Wehrmacht während des gesamten Zweiten Weltkriegs auf Hochtouren. 11 deutsche Kriegsschiffgruppen, unterstützt von Luft-, Lande- und Gebirgseinheiten, begannen den Wettlauf gegen die Briten. Das Unternehmen Weserübung war angelaufen.